Okay, locker, herzlich, kollegial, Vorgesetztenverhalten 6 Sterne, gut. Viele Bewertungen haben uns zur Kununu Top Company gemacht 2024 und ob die Bewertungen hier wirklich zutreffen, das testen wir jetzt auf Herz und Nieren. Let's go! Also wenn man natürlich zu den Top 10% der besten Unternehmen gehört, dann muss natürlich das Sozialpaket stimmen. Das weiß unsere Staging-Abteilung. Frank! Damian! Kununu kennt ihr? Ja. Oh, da seid ihr vertreten. Was Urlaub und die Familienverhältnisse angehen, ist die Little Bit top. Und wir lassen ja hier sogar Vater und Sohn arbeiten. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist es so, Sohn und Vater, wenn man zusammenarbeitet, zur Arbeit erscheint? Tatsächlich besser als erwartet, sogar noch. Ja. Ja, wirklich. Also hier haben wir was ganz Interessantes. Leute, nur pausieren, wurde negativ bewertet. Das finde ich ja schon urkomisch. Aber gehen wir das gerade mal testen. Pausenknopf haben wir. Ich kann das nicht bestätigen. Funktioniert nicht. Ellen. Ja. Du sorgst für die Gesundheit hier im Räumen, ist das richtig? Jetzt lese ich hier, es gibt jeden Dienstag frisches Obst. Ja. Und jetzt hast du an einem Donnerstag dafür gesorgt. Ja. Das ist noch das bessere Obst. Jetzt müssen wir dieses Obst natürlich testen. Also wir sehen hier, wir haben wirklich ganz viel Obst. Da weiß man gar nicht, wo anfangen. Okay. Kiwi. Mmh. Mmh. Ich bin zufrieden. Was haben wir? Verbesserungsvorschläge. Dafür reicht hier der Platz leider nicht aus, aber ich habe Typen, die wissen exakt Bescheid. Die Reklamationsabteilung, die hat da bestimmt ein paar Tipps für uns. Man sieht selten Metal-Kollegen. Nee, oder Punk. Das ist Punk. Ja, Punk. Ja. Das heißt, du hast den Verbesserungsvorschlag überhaupt. Hier rein muss bessere Musik. Ja, das kann definitiv. Ja, wir haben ja gerade Weihnachten hinter uns. Mehr Punk muss sein. Ja, gerne. Machen. Unser Team ist da, ist wieder da. Vorgesetztenverhalten, da reichen 5 Sterne scheinbar nicht aus. 6 Sterne. 7 gehen nicht. 7? Hm? Also das gibt Schleimabzug. Probezeit. Willkommen zu deiner Probezeitverlängerung. Ja. Interessant auch, nur die Kaffeemaschine und Büros waren gut. Das sollen wir jetzt testen. Den servieren wir natürlich einem guten Kollegen. Es wird uns schon die Tür geöffnet. Ich kann das einfach nur bestätigen, was hier steht. Also wir haben hier nur die Kaffeemaschine und Büros waren gut. Wir wollen das aus Herz und Nieren testen, ob das wirklich wahr ist. Mit Milch, ohne Milch. Mhm. Vielleicht noch die Note im Abgang, die ist noch wichtig. Ja, also doch. Kann man empfehlen, ja. Aber wolltest du einen Schluck? Ich nehme mir dann eine andere Tasse. Wir haben keine mehr. Schade.